Ja, dann herzlich willkommen bei Bauchi auf Sendung in der Rubrik Let's Play Minecraft 2020. Ich habe schon mal das Spiel einfach wieder gestartet. Jetzt muss ich hier nur noch dahin und zurück zum Spiel und es kann weitergehen. Schön, dass die externe Kamera funktioniert, aber ich brauche noch irgendwie etwas, was ich, ein Stativ, womit ich es hierher machen kann, weil das ist genau genommen keine Facecam, da bin ich ja so winzig, da braucht man das ja gar nicht so, wie ich hier rumsitze, das braucht man ja eigentlich so auch gar nicht zu sehen. Ja, wir lassen es mal drin, einfach nur, um die technische Möglichkeit zu nutzen. Und was heute auch nicht funktioniert, ist streamen. Ich habe es gerade eben probiert, sonst wäre das hier schon ein Livestream geworden. Morgen kommt der Techniker, dann funktioniert das Internet wieder. Und dann werde ich morgen Abend mit dem Manu, mit dem Sunface, auf dem neuen Server spielen und mache hier jetzt in meiner Welt einfach noch eine Solo-Folge. Einfach damit ich es mache, ne? Um nicht wieder irgendeine Ausrede zu erfinden, durch die es. Oder. Das heißt erfinden. Eine Erklärung dafür zu haben, warum es gerade nicht stattfindet. Und ich habe in der letzten Zeit einfach genug von sowas erlebt und habe genug erlebt, was nicht stattgefunden hat. Und deswegen, jetzt haben wir da Dreck, da kommt Schränkchen vor oder sowas. Gucken wir mal. Sind wir wieder hier in meiner Welt und ich bin heute alleine. Eigentlich war die Überlegung, mich in einen Discord-Kanal mit einzuklinken und die Leute hier ein wenig mitschauen zu lassen. Aber Discord funktioniert auch nicht. Es war eben sehr gruselig, Manu und Alex zuzuhören, die man fast überhaupt gar nicht verstanden hat. Und dann kann man es auch einfach sein lassen. Ich hole mal noch das Mikro ein Stückerl. Naja, ich kann das auch hier hinstellen, ne? So, dann so. Ich hoffe, das funktioniert alles soweit ganz gut. Mein Ausschlag sieht gut aus. Ist auch eine Phrase, ne? Mein Ausschlag sieht gut aus. Also hier der vom Audiopegel. Ja, das hat aber wenigstens gestern funktioniert. Ich konnte offline eine Aufnahme machen, die ich dann sogar hinterher auf WhatsApp Quatsch, auf YouTube hochladen konnte. Der ein oder andere mag sie gesehen haben. Und gestern war das ja einfach nur mal ein Test. Und heute will ich ein klein wenig mehr mit dem beginnen, was ich hier eigentlich machen möchte. Nämlich zwischendurch mal auch einfach am Lagerfeuer sitzen. Ha, schön. Aber dann auch einfach mal so während des Spielens meine ganzen Gedanken zum Besten geben, die mir da dann so zwischendurch durch den Kopf gehen, in Bezug auf Analogien zwischen vermeintlich realen und offensichtlich virtuellen Welten. Ich wollte mal kurz rausgehen eben, gucken, wie das Wetter ist. Ups, war ein bisschen sehr schön um die Ecke. So, wir haben Nacht, da sieht man's. Und was man hier in diesem, auf diesem Grundstück nicht findet, und das hat seine Gründe, weil ich das so eingestellt habe, weil ich das Survival hier in friedlich spiele. Ich kann hier auch nachts gechillt durch die Gegend laufen, ohne irgendwelchen Monstern zu begegnen oder überhaupt in diesem Biom hier, auf diesem meinem Grundstück, irgendwem zu begegnen, dem ich nicht begegnen möchte. Was ich aber jetzt, also hier ist auch alles, das ist quasi jetzt die Hinterseite. Ich weiß noch nicht, ob ich da überall noch Mauer drum ziehe, weil das ja eigentlich nicht nötig ist. Die Mauer, die ich gestern gezeigt hatte, die hat auch eher so ein bisschen einfach nur Deko-Charakter und keine weitere Bewandtnis im Bezug darauf, irgendjemanden von mir fernhalten zu müssen,
Weil hier, wenn ich nachts schlafe, sicher ist, dass nicht irgendein Arschloch meine Tür aufreißt und mich wach brüllt, weil, keine Ahnung, weil sie zum Beispiel glauben, ich würde ihr Kind umbringen wollen oder sowas. Und eigentlich ist das, was ich hier mache, gar nicht so viel anders als das, was ich auf der Bäckerfinker eigentlich machen wollte und das auch getan habe. Nur waren da halt zu viele andere Leute, die was anderes gemacht haben, wodurch das dann letztendlich sichtbarer war. Und weil wir gerade keine Bäckerfinker mehr haben, nehmen wir einfach vorlieb mit diesem Grundstück. Ne, hier ist die Mauer von gestern. Hier kann ich mal zeigen, habe ich noch eine Mine. Das war auch relativ am Anfang, als ich mit diesem Grundstück begonnen habe. Hier ist wirklich, also hier geht es halt rein und da unten zu irgendwelchen Gestein und oh, hier bin ich gar nicht so weit. Die andere ist viel größer. Ich habe eine angelegt zum Meinen, ja, um an Sachen ranzukommen. Und da habe ich hinten im Haus auch noch eine. So, und ich finde das halt so schön, dass ich hier einfach mal ein Refugium habe. Traurig, dass das bisher so offensichtlich nur auf Minecraft und noch nicht im realen Leben möglich ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass sich das irgendwann nicht noch ändern kann. Und so haben wir es auf jeden Fall schon mal hier. So, kann man hier auf jeden Fall mal gucken. Da war die andere Mine. Die hatte ich, glaube ich, irgendwann letztens mal gezeigt, als ich das ganze Grundstück mal gezeigt habe, ne? Da geht es halt noch runter zu allen möglichen Gängen. Ja. Wo ich Strip Mining betrieben habe und rausgeklopft habe, was ich gefunden habe. Was dann jetzt dann eher oben in den Kisten zu finden ist. Ja, und hier in den Solos kann ich einfach, wenn ich zum Beispiel wie heute nicht online gehen kann und nicht streamen kann, auf jeden Fall einfach offline Let's Plays machen kann und mich vor die Kamera setzen und meinen Kopf aufmachen, so wie ich das eigentlich immer getan habe. Nur, dass ich dann halt eben einfach so vor der Kamera gesessen habe und jetzt laufen wir hier halt einfach auch noch durch eine schöne Gegend. Ja. Und auf dem Server können wir genau das dann halt eben auch gemeinsam tun. Und da ist es dann halt eben relativ einfach, wer sich nicht benimmt, kriegt, wird gebannt und gekickt und fertig. Das sah im Real Life leider ein bisschen schwieriger aus auf der Bäckerfinca. Da war es halt eben tatsächlich so, dass Nadine und Dani halt eben ein knapp einjähriges Kind hatten. Und die konnte ich nicht einfach bannen, weil das Kind betroffen hätte. Die einfach auf die Straße zu setzen, wäre mir scheißegal gewesen. Aber den Kleinen halt eben nicht. Und das haben die gnadenlos ausgenutzt. Und ja, so habe ich dann halt eben das Grundstück, auf dem ich das hier jetzt gerne eigentlich gemacht hätte, leider wieder verloren. Dafür hatte ich es eigentlich mal klar gemacht, aber kann uns jetzt scheißegal sein. Ne, da hätte ich dann auch so. Und das möchte ich halt im gemeinsamen Let's Play auf dem neuen Server dann halt eben nochmal viel mehr machen. So Gärten anlegen und auch viel über Permakultur sprechen und so über alles Mögliche. Und hier im Prinzip, das hier ist auch für mich definitiv schon ein 2020-Land.
Und ich stehe voll drauf. Ich bin einfach gern, ich laufe hier auch einfach gern drin rum. Ich setze mich zwischendurch einfach mal auf meine schönen Spots, wo ich gerne bin. Ich bin zum Beispiel sehr gerne einfach bei und unter Bäumen. Wie gesagt, ich kenne das halt ja nicht nur aus Minecraft, ne? Und da ich mindestens genauso viel wie ich Minecraft oder sonst irgendwas spiele, halt auch in der Natur unterwegs bin, viel mehr eigentlich in der letzten Zeit gewesen, habe ich da halt eben, ne, ist es, wenn ich da jetzt so rausgucke, ist das für mich halt eben überhaupt kein Problem mit dem Wind und die frische Luft und das alles auch noch im Prinzip vorzustellen und das in vollem Umfang zu genießen. Und wenn ich das halt gerade draußen nicht kann, weil es regnet und ich nicht nass werden möchte, oder das Grundstück, was ich mir dafür ausgesucht hatte, mir wieder weggenommen wurde, dann mache ich es eben hier. Und das kann mir jetzt keiner so leicht nehmen. Und deswegen bin ich hier safe. Was ich allerdings hier sehr gerne mal machen würde, ist einen Zustand ändern. Weil, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich überhaupt Betten habe. Und vielleicht machen wir noch ein paar Betten mehr. Hier steht auf jeden Fall eins drin, ne? Ja. Ansonsten ist der Raum noch nicht sonderlich eingerichtet, aber das kann man alles ja noch machen. Ich würde mir nämlich sehr gerne, und jetzt muss ich gleich mal gucken, dass ich das überhaupt hinbekomme, weil ich habe ich noch nie gemacht. Ich werde jetzt gleich mal von dem Survival-Modus in den Creative-Mode gehen und mir hier zwei, drei Leute hinspawnen, die nämlich auch friedlich sind und ich weiß, die wuseln hier einfach rum, die sind da, aber die gehen mir nicht auf den Sack. Machen ihr Ding und halten sich damit quasi an die Spielregeln für den Frieden. Und wenn man die nicht kennt, ich habe sie hier mal auf dem Monitor. Das sind im Prinzip die Spielregeln, die wir auch auf der Bäckerfinke hatten. Und die, soweit sie eingehalten wurden, halt eben auch automatisch für Frieden gesorgt haben. Aber ich habe halt von denen, die sich nicht dran gehalten, mehrfach zu hören bekommen: Deine Regeln sind scheiße! Ja, das war halt eben ein großes Anzeichen dafür, dass diese Leute halt lieber Energievampirismus gespielt haben, also E-Virus, statt Frieden mit uns zu spielen. Und 2020 und so, wie wir das eigentlich wollen. Und ne, die Regeln sind ganz einfach. Drei kleine Regeln. Lebe dein eigenes Leben. Offener Umgang auf Augenhöhe. Liebe, Ruhe, Freude, Begeisterung. Ergibt Frieden. Ne, und dann muss man das halt einfach umsetzen. Das ist offensichtlich für viele Leute gar nicht so einfach. Was aber nicht bedeutet, dass, wenn man den Sinn dessen erkennt, es nicht doch lernen kann, wenn man möchte. Man fängt dann halt einfach klein an. Und wird dann immer besser. So, jetzt habe ich hier mal gerade den Mauszeiger. Also, pass auf, da habe ich sowieso, weil ich hier im Tee bin. Und jetzt gucke ich mal gerade, da muss ich Game Mode Creative mal gerade aktivieren. Und dann mal gucken, wo ich. Und auf das Menü werde ich noch zu sprechen kommen, so wenn es, ja, jetzt in Ruhe. Dafür machen wir das ja jetzt hier. Nicht alles auf einmal. Machen wir uns mal erst ein paar Mitbewohner, friedliche. Jetzt muss ich ja nicht, weil die heißen Bewohner. Ja, da sind zwei Eier, das sieht schon mal gut aus. Dorfbewohner, Zombie wollen wir nicht. Ein Dorfbewohner. So, und dann nehmen wir uns einfach mal. Hier, die letzte Fackel, die kann ich noch ersetzen. Nehmen wir mal. Muss ich einfach daneben ziehen, zack, rausschmeißen oder was? Zwei. So, jetzt haben wir insgesamt vier. Ach so, hier kann ich wohl stacken. Okay. Ja, gehen wir wieder raus aus dem Menü. Jetzt haben wir vier Dorfbewohner-Eier, Dorfeier.
Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie man die jetzt spawnt. Warte mal, ich gehe mal auf die. Da, so spawnt man die. Hallo. Kann man die auch umbenennen? Aber ihr fangt jetzt schon an, mir um den Sack zu gehen. Stehen vor der Tür und wissen nicht, wie wir rauskommen. Leute, das ja, war vielleicht mein Fehler, ne? Was ich als allererstes auf jeden Fall mal mache, ist wieder in den Survival Mode zu wechseln. Damit passt ihr nicht durch die Tür, wollt ihr mich verarschen? Oder seht ihr mit dem Obst im Moment? Das muss ich vielleicht zuerst mal machen. Game Mode Creative wieder. Nein, Survival, Idiot. Nochmal. Game Mode. Ich fange schon an, mir um den Sack zu gehen, Leon. Na gut, ich guck mal, wie weit wir damit sind. Survival. Bam. So. Könnt ihr mich jetzt hier mal rauslassen? Dankeschön. So. Die kommen echt nicht raus, wa? Ist für euch tatsächlich. Echt jetzt? Und wenn ich das wegmache, kommst du dann raus? Da fehlt da oben was. Ne, jetzt geht es. Ah, alles klar. Gut, dann kommen wir raus. Und viel Spaß. So, jetzt habe ich noch 4 Eier. Gehe ich hinten auch noch ein paar spawnen. Und wenn die mir um den Sack gehen, ne, schlachte ich die ab. Kriegen die einen Ban. Kommen die wieder weg. Hier ist arschlochfreie Zone. So, wir gehen hinten raus. Buh. Hallo Kühe. Ich weiß ja gar nicht, wie weit die. Komm, wir setzen mal einen hier am Feld hin. Bei den Kühen. Sind wir da? Ne, 6. Hey. Hallo. So, dann setzen wir hier einen da. Hier mal ab. Mal gucken, wie weit die rumlaufen. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ohne es auszuprobieren. Oder irgendwo nachzulesen. So. Hier einen neuen Teil, können wir auch Leute ansetzen. Da setzen wir einen hin. Hier, da setze ich da oben drauf. Ach so, nee, muss ich das wieder anwählen. Ja, gehen wir schon so. Mal gucken, wenn wir einen oben auf die Mauer setzen, was der dann macht. Ob der jemals runterkommt. Setzen wir mal in der Mitte hin. Ich habe keine Ahnung, wie weit der Radius, der Bewegungsradius von denen ist. Hier, setze dich dahin. Na? Was meinen wir dazu? Gucken wir es uns mal an. So. Ich hoffe, die laufen überhaupt rum. Ja, doch, die einen sind ja auch rumgelaufen. Die sind ja auch nicht da geblieben an dem Spot, wo ich sie hingesetzt habe. Uah. Komm, runter da. So. Ja. Schon weg. Wo ist er hin? Naja, das ist ja jetzt, ne, jetzt kann man überall zwischendurch mal Leuten begegnen, mal Hallo sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich genügend Betten habe. Wir können noch Betten bauen auch. Mu. Hier war auch mal einer.
wo die jetzt alle hin sind. Muss man die auch füttern? Keine Ahnung. Ich habe sowieso gerade keine Ahnung. Ach, nee, brauchen wir nicht. Moment, egal. Ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt hier mit Mitbewohnern ist. Bis jetzt war ich ja immer völlig allein in dieser Welt. Ah, stehst du da? Hallo. Hallo. Und was mit deinen Kollegen? Haben die es hier aus dem Raum rausgeschafft? Hm. Machen wir da wieder einen roten Teppich hin. Hier ist eine Druckplatte, aber keine Tür. Was ist denn da schief gelaufen? Egal. Also hier ist auf jeden Fall auch noch ein Zimmer. Also hier muss man definitiv dann mal auch ein bisschen... Der soll noch erweitert werden, der Raum. Der ist noch nicht... Der ist noch nicht groß genug. Wenn ich in die Richtung... weiterbauen, ne? Dann müsste ich doch eigentlich irgendwann. Irgendwann mal weiter. Ich behalte die Uhr ein kleines ein bisschen im Auge, weil dadurch, dass ich ja jetzt offline aufnehme, denke ich mir so, dass man nur so 25 Minuten pro Folge macht. Grob 25 bis 30. Und dann kann ich auch gleich heute ein paar Folgen vorproduzieren, so wie andere das auch können. So, Glow Sounds habe ich jetzt keine mehr, ne? Jetzt habe ich eben die letzte Fackel da. Egal, macht nichts. Es ist jetzt wahrscheinlich auf YouTube relativ sehr dunkel, ne? Da weiß ich von anderen, dass Minecraft auf YouTube dann ziemlich duster rüberkommt. Kick. Habe ich noch Sticks? Habe ich noch Kohle? Hier. Haben wir wieder 24 Fackeln. Können wir welche hinsetzen? Ja, das soll dann alles auch noch weg. Ne? Mal gucken, wo wir rauskommen. Erstmal einen kleinen Gang buddeln. Hier, nach vorne. Und dann setzen wir hier mal eine Fackel hin. Und dann buddeln wir uns da mal ein klein wenig raus. Ja, das ist auch so ein Ding, ne? Einfach mal machen, wovon man redet, ohne lange vorzuplanen. Das ist was, was man im Spiel ganz easy macht und im Spiel des Lebens sich da irgendwie großartig anstellt, wenn es möglich ist. Warum, weiß man nicht so genau, hat man halt so gelernt. Und ja. Sehr dienlich ist das meistens nicht. Dann zerdenkt man viele Sachen, statt einfach mal anzufangen, auszuprobieren und dann zu gucken, wie es geht und sich nicht ständig zu fragen, ob es geht. Weil es gibt immer nur einen Weg, es rauszufinden und der ist nicht überlegen. Also überlegen macht schon auch Sinn, aber wenn man dabei das Machen vergisst, dann bleibt es eben ungeschehen.
Oh, wir brauchen eine neue Hacke. Hier nimmst du die. Wenn ich weiß, ob wir wirklich, wenn ich weiß, wo wir da hinten rauskommen, dann gehe ich mir, glaube ich, die Diamanthacke holen. Dann geht es alles ein bisschen schneller. Und ich habe auch noch ein paar Diamanten für den Fall, dass sie kaputt geht. Was ich hier halt eben auch überhaupt nicht brauche, ist so Sachen wie Diamantrüstung und sowas halt alles. Ja, wenn man ein friedliches Leben lebt, dann kann man halt auf viele Sachen halt auch direkt schon mal verzichten, weil man sie nicht braucht. Das wird dann aber ein sehr großer Raum, ne? Da, also was, ich meine, das ist ja noch gar nichts. Sehr großen Raum für die, die es noch nicht gesehen haben. Gibt es hier, also das ist zum einen ein sehr großer Raum, den ich halt schon ausgehöhlt habe, komplett, wie ich letzte Folge schon erzählte. Und wenn man jetzt hier runter geht, kommen wir in einen noch kleines bisschen größeren Raum, nämlich die große Höhle, die ich auch komplett so weit bis zu dem Glasboden da alles mit der Hand raus, so wie gerade eben da oben, mit der Hand rausgebuddelt habe und dann bin ich hier mal kurz ein bisschen in Creative gegangen und habe mit TNT rumgespielt und ein bisschen Lava und ein bisschen Wasser, damit man sehen kann und da hinten geht die noch viel weiter. Und ich bin noch nicht fertig damit. Also da ist wirklich, da kommt noch mal eine ganze Welt für sich rein. Und auch diese ganzen Dreckböden-Dinger hier, die muss man halt eben, die brauchen genug Licht. Und einen weiteren von sich da dran, dann wächst das Gras weiter darüber. Die Grasklötze kann ich so nicht setzen. Deswegen hängen hier auch überall Glowstones rum, damit das Ding hier entsprechend ausgeleuchtet ist. Die kann man nach und nach mal alle wegmachen, weil das Gras hier jetzt da ist, aber dann wird es auch dunkler und vielleicht wollen wir das gar nicht. Aber ich werde sie irgendwann auf jeden Fall anders setzen. Stopp nicht hier rein, sondern da lang. Ja, die machen sich aber rar, ne? Jetzt sieht man nicht so viel von diesen Leuten da. Ah, jetzt hört man es aber da. Wo bist du? Wo? Da bist du. Hallo. Hallo. Ah, guck, die unterhalten sich auch noch und der läuft durchs Gebüsch. Ha, sei der müde. Guck mal, hier oben steht auch noch ein Bett, ne? Ja, du bist schon genau am richtigen Weg. Geh mal da hoch. Ha, guck, hast du einen anderen schönen Raum gefunden? Kommt ihr allen Ernstes nicht durch die Zweierblöcke durch hier? Ne, da steht kein Bett. Da wir bauen noch eins hin. Aber ihr guckt euch schon mal um. Das finde ich voll toll. So. Ja, dann würde ich sagen, setze ich mich erstmal ans Lagerfeuer und dann verabschiede ich mich für diese Folge. Denn diese Folge ist vorbei. Und in der nächsten gucken wir uns vielleicht mal das Inventar genauer an, weil das finde ich bei Minecraft sehr brauchbar, weil es so simpel ist. Eigentlich ein Inventar wie jedes andere auch, aber es ist so, ja, da kann man viele Sachen, viele Gedankengänge, die ich dann habe, wo ich halt eben, so, hier können wir schon mal rausgehen, wo ich öfters mal halt auch ans richtige Leben denken muss. Ne? So, wie geht man eigentlich mit seinem Inventar um? Das dann in der nächsten Folge. Ich gehe hier mal auf Aufnahmen stoppen und fange gleich an. Grüßen wir den Zukunftsbauchi und bis dann. Tschüss mit F. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Bis dann. Ihr wisst, wie es geht. Ihr wisst, wie es geht. Ciao.